regrets. Ain't got no cigarettes. Austin Beck. Hey, meine Zeit ist genauso kostbar wie deine. Ich glaube, sie suchen Jackie? Nicht. Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Donovan. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine damit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist. Sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Das FBI hat es eine Weile untersucht. Aber keiner redet. Glaub mir, wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propaganda-Verstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja, wenn Moreau beginnt, Geld zu verlieren, will er wissen, warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes hab. Hier redet niemand. Ich denke, sie müssen direkt an Chesters Leute herankommen. Ich erzähl keinen Scheiß. Zwei Lastwagen voller Geld, in Plastik eingewickelt. Meine Fresse, was glaubst du, wo das herkommt? Das willst du gar nicht wissen. Aber die Leute hier machen dich echt wahr. Scheiße, was war das? Was war das? Und? Hallo? Bist du noch da? Los, suchen wir den Kerl. Oh, Scheiße. Ich hoffe, er ist okay.
Wenn du weiterleben willst, erzählst du mir alles über Chesters Geschäfte. Mr. Moreau lässt einige unserer anderen Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding. Geheim. Ich melde mich. Du wirst um deinen Tod betteln, Kleiner. Fick dich, du inzüchtiger Hurensohn! Und deine Mama auch! Du bist witzig, Schneeflöckchen. Total witzig. Was? Möge Gott dich nehmen. Du hast mir Geld geschuldet. Jetzt musst du zahlen. An alle Einheiten, bitte bestätigen.
Hingekriegt, dass ich nicht nach Vietnam muss. Hat ein paar Stunden gezogen. Küstenwache. Papst sagt, wenn ich kandidiere, sieht das für die Wähler genauso aus. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigen wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifenwege fortsetzen. Ich hab mich doch nicht verhört, oder? Ja, ich habe gedient. Ich war in Korea zweimal. Genau deswegen. Wie das oder Edles angeht, was man will. Haben Sie schon mal was? Ich fürchte, wir müssen unsere Boudin woanders kaufen. Wer sich mit uns anlegt, hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Scheißhaufen hat aber gerade eingekesselt.
wirst von deinem Tod betteln, Kleiner. Mehr hast du nicht drauf, du Arsch! Oh, ich habe Kehrtmarsch! Jetzt! Drauf. Was meint ihr, steckt? Hat wehgetan, Motherfucker! Ich geh in Deckung! Waren ein paar schlechte Tage für den alten Bobby. Viel weniger von seinem Stoff draußen, als er und Miss Marcano das gern hätten. Was für dich gute Nachrichten sind. Naja, schaden kann's nicht. Wie sieht's im Labor aus? Ist Bastian da? Tja, und er dreht total durch. Die Marcanos sind wohl nicht gerade glücklich, dass kein Geld mehr reinkommt. Tja, mal gucken, wie es ihnen gefällt, ihr Labor zu verlieren. Und Bear? Vertick, was du willst, aber halt dich bloß fern vom Hollow. Du weißt, wo du Bastian findest. Schnapp dir den Wichser. Ich stecke hier in Frisco. Ich
Ich Klar doch, Cher. Bin schon unterwegs. Dein Geld ist bei mir immer am sichersten, Chef. Wenn du was brauchst, pass gut drauf auf. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Sag mir mal, was du hast. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Schau mich nicht mal an, Boy. Ich guck mir das mal an. Nicht. Nicht so. Wir haben noch einen Toten. Was zum... Schnappt ihn! Er macht uns fertig! Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Reicht ihn zu erledigen! Reicht nicht um ihn herum! Gesamte Gruppe auslöschen! Nicht zurücksehen! Geh einfach zum Telefon! Hier herrscht ein scheiß Chaos! Da ist Schickt alle her! Schnapp ihn dir von der anderen du Seite! Du mir, Nigger! Ich steig jetzt der letzte Tag dein Leben. Was ihr wollt. Aber überlasst mich nicht Olivia. Scheißdreck.
Kumpel. Wir können Frisco Fields nur halten, wenn du uns ein paar deiner Jungs rüberschickst. Ich schicke meine Leute. Und Linke. Ich hoffe, das bringt uns wieder auf den richtigen Weg. Oh, Scheiße! Ich brauche Deckung! Ganz sicher. Achtung, eine Fahrerflucht wird gemeldet aus Frisco Field. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Schwarzer. An alle Einheiten bitte bestätigen. Du wirst um deinen Tod betteln, Kleiner. Das muss ich mir wohl ansehen. Wie geht's? Ah, komm schon, Schneeflöckchen. Wo willst du denn hin? Wie geht's?
Jetzt gibt's Prügel, Kleiner. Jungs! Ich geh in Deckung! Ich kann... Tun zu haben. Die tun so, als ob ihre Scheiße nach Feigen duftet. Bloß weil sie ein paar Kröten haben. Elende Ficker. Ich hab selbst Geld, aber ich muss deswegen hier rumlaufen und überall meinen verdammten Namen draufschreiben. Arschlöcher. Was liegt an? Das ist richtig! Schmeiß dich hinter ihn! Ich zieh den Kopf ein! Schafft ihn mir! Jetzt stirbst du! Oh, Scheiße! I didn't have no fare, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young. Wenn du weiterleben willst, erzählst du mir alles über Chesters Geschäfte. Der Bel-Air-Supermarkt, der geht nach Geschäftsschluss etwas vor. Was auch immer es ist, Mr. Moreau versucht, es geheim zu halten. Du arbeitest jetzt für mich. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Etwas Geduld, bin sofort da. Willst du was anzahlen? Nee, du verlierst das. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Ich höre sie. Verdammt nochmal. Ich habe. Lass ihn ruhig in
verbrenne. Selbst an deinem beschissensten Tag bist du doppelt so gut wie diese aufgeblasenen Schnäpfen. Neuer Mann. Naja, das glaubst du nicht? Sieh doch selbst. Ja, mein Paps hat's hingekriegt, dass... Du und so! Schnapp die Leute! Ich verpiss mich! Achtung, wir haben hier einen bewaffneten männlichen Schwarzen in Frisco Field. Alle Einheiten zugreifen. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. An alle Einheiten. Der Verdächtige führt jetzt das Fahrzeug. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Hast du was rausgekriegt? Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Weißt du was? Das könnte es sein. Morell ist der Mehrheitseigner des Belair Supermarkts. Dass du dir diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Belair namentlich erwähnt. Aber ich habe eine Zeit. 10 Uhr abends. Und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Ich geh da mal hin. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise. Wir müssen rausfinden, was genau Morell vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. Ich bin in Frisco und könnte Nachschub gebrauchen. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Alles, was du siehst, okay, kannst du zeig, kaufen. Zeig, was du auf Lager hast. Okay. Sorgsam damit. Schau dir das an. Hallöchen. Sehen wir uns bei Gert? Vielleicht. Sie haben oben gerade erst angefangen. Wie sieht die Ausbeute für den heutigen Abend aus? Huh?
Namen von Mr. Moreau danken Mr. McConnell und die Southern Union Ihnen für Ihr Erscheinen am heutigen Abend. Mr. Moreau bat mich, Sie daran zu erinnern, dass wir nur Bargeld annehmen und dass für einen geringen Aufpreis alle erstandenen Waren sicher an einen Ort Ihrer Wahl geliefert werden. Also, das erste Objekt ist dieses quirlige Exemplar. Heute Morgen frisch aus Haiti geliefert. Dieses kraftsprotzende, nubische Stück Fleisch spricht Englisch und kann dressiert werden. Ich wiederhole, es ist ein prächtiges Exemplar. Keine sichtbaren Wunden oder Narben. Persönlich begutachtet von Mr. Moreaus Ärzten. Bitte, lass mich einfach gehen. Die Gebote beginnen bei $1,000. Höre ich 1,000? $1,000. Höre ich 2,000? Das könnt ihr doch nicht tun. 3,000 von dem Herrn hier vorn. 3,000. Verletzt. Warte mal, wer diese Scheiße zu Ende bringt. Wo sind die anderen? Chester hat die Nigger in Frisco. Also mach es kurz, du schwarzes Arschloch. Ich weiß zu viel. Vorsicht, Platz da! Thank you.
Ist da jemand? Wenn du tot bist, werd ich echt sauer. Was immer nötig ist, um dich zu finden, Junge. Kein gottverdammter Mucks von ihm. Hallo, Kumpel. Machen wir einfach unsere Arbeit, okay? Hallo, Kumpel. Laber mich nicht voll. Ah, Scheiße! Ich gehe in Deckung! Sie suchen nach Chester Moreau im Supermarkt. Woher wissen Sie das? War eine Ahnung. Hab eine Wohnung im French Ward überwacht, die im Namen seines Jüngsten gemietet ist. Da hat der Drecksack sich versteckt. Hat sich mit ein paar Kumpels wieder nach Frisco reingeschlichen. Er weiß, wenn Olivia ihn nicht kriegt, dann sie. Alles gut? Scheiße, nein. Die armen Leute. Ich hab einen alten Freund im Ministerium, der ihnen helfen wird. Aber Moreau und Remy Duval, die werden sich vor Gericht verantworten müssen für das, was sie getan haben. Für alles. Werden sie. Mein Wort drauf. Verdammt, als ich herausgefunden habe, was die machen. Oh, stoppen Sie Moreau.
Ich bin in Frisco und könnte Nachschub gebrauchen. Komme schon, nur eine... Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche was. Chef, bin schon unterwegs. Du weißt, wie du dich fühlen kannst. Dein Geld ist bei mir was immer am sichersten. Schön unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Gehört, Mr. Moreau zahlt demjenigen, der den Wichser abknallt, $500 Belohnung. Der Nigger wäre dämlich, wenn er hierher käme. All die Männer, all die Waffen. Sein Arsch wäre schon kalt, bevor er wüsste, was ihn getroffen hat. Halt deine Waffe geladen. Wir sollten das Arschloch besser nicht unterschätzen. Ja. Eine Leiche. Scheiße. Überprüf die andere Seite. Was war das, verdammt? Job und find ist den Zeitaufwand nicht wert. Lass ihn abhauen. Der Hund muss sich vom Acker gemacht haben. Schau nach, was da los ist. Okay. Wo wollt ihr dann suchen? Hä? Motherfucker hat sich verdrückt.
Was immer ihr wollt, ich tue, was immer ihr wollt, nur bringt mich nicht um. Ich will nur, dass du verreckst. Wir haben das Bel Air in Frisco Fields dicht gemacht. Damit das klar ist, mit Menschenhandel ist jetzt Schluss. Wir finden einen anderen Weg, da Kohle zu machen. Du machst einen großen Schritt in die richtige Richtung, Bruder. Jetzt musst du nur noch Wort halten und uns den Bezirk geben. Remy Duval kam aus einer der wohlhabendsten und angesehensten Familien in ganz Louisiana. Er investierte überall, Immobilien, Erdöl. Durch sein hohes Ansehen erhielt er sogar sein eigenes Radioprogramm. In seiner Sendung sprach er über den allgemeinen Verfall der guten Sitten und die seiner Meinung nach offensichtliche Überlegenheit der Lebensart in den Südstaaten. Seine Familie lebt schon seit Jahrhunderten hier. Sein Tod war ein Schock für die Menschen. Noch schockierender war allerdings die Entdeckung, dass eine Verbindung zwischen ihm und der Southern Union bestand. Eine Gruppe wohlhabender Rassisten, die ihre Stellung nutzten, um gegen Schwarze zu agitieren. Remy Duval wurde gekreuzigt und lebend verbrannt. Wie können Sie so ein Benehmen rechtfertigen? Remy stammte aus einer Dynastie von Südstaaten-Wichsern. War immer sofort bei der Hand mit seiner Scheiße von wegen Unterdrückung des Südens und so'n Dreck. Und noch was über Remy. 1956 war er an der Ermordung von 4 Bürgerrechtlern beteiligt, von denen einer sogar enthauptet wurde. Den Kopf hat man nie gefunden, er hat nur seine gerechte Strafe bekommen.